Und dann geht es auch schon wieder weiter. So. Okay. So, dann machen wir sofort wieder weiter und laufen dann zum Hangar, denke ich mal, wie jedes Mal. Ja. Schweißbrenner. Warum war mir das so klar, dass wir wieder darunter müssen? Gail, unser Freund und Helfer in jeder Situation. Okay, dann gehen wir runter zu ihm. In den Keller, zu dem kleinen Kellerkind. Und schauen uns mal den Schweißbrenner an, mit dem wir ja so toll schweißen können. Alter Schleimer. Nice. Was? Top, die Wette gilt. Das spiele ich jetzt nicht so abwechslungsreich. Ja, da hast du recht, Max. Irgendwie ist es immer nur von A nach B laufen und wie in Dead Space einfach nur Scheiße ausbügeln, die jemand anders verbockt hat. Das ist wirklich so. Und ja. Aber so von der Story her ist es gar nicht mal so schlecht aufgebaut, finde ich, zu den anderen Teilen. Da hat er auch wieder recht. Das sagt mir nichts. Ja. Au revoir. Okay, der ist leicht pisst. Okay. Die Wette gilt. Lässt ihn und dann irgendwie durch aufsammeln. Das werden wir doch. Verstärkte Hülle, verlängerte Winde, Vorarmschlag, Doppelarm, Hydraulikgreifarm und das war's. Ja, du hast zwar die richtige Story gehört und mir glaubt ja eh keiner, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ah. Ja, Maxi, ich weiß, ich weiß. Es ist irgendwie gerade ziemlich zäh, das Spiel. Aber naja, es ist. Ja. Ja, es ist einfach so. Okay, wir machen das, was du sagst. Aber wir werden danach Assassin's Creed spielen, beziehungsweise, ja doch, Assassin's Creed eigentlich, weil ich das noch durchjodeln möchte mit euch, bevor der Vierer kommt. Und dann haben wir natürlich einen guten Anschlusspunkt natürlich zum neuen Teil dann. Scheiße, wo müssen wir nochmal hin?
Oh, wie es aussieht, bla bla bla, ja, aber wo? Wo müssen wir nochmal hin? Scheiße. Hätte ich doch einfach nur mal aufgepasst. Ja. Schnellreise, aber wohin? Irgendwas mit Bishop's Way, Killing. Ah, scheiße. War das nicht das hier? Ich glaube, das war's. Relativ, Saskia und Danny. Relativ. Es ist eigentlich ganz lustig, aber was soll ich sagen? Irgendwie Flash ist auch nicht so wirklich. Da habt ihr schon recht. Ich geb euch ja recht. Aber ich will die Story erfahren, deswegen spiele ich das Ganze auch. Weißt du, wie ich meine? So, ich habe die anderen Teile gespielt und die Story fasziniert mich eigentlich so mit den. Oh shit. Und die Story fasziniert mich eigentlich so ein bisschen. Hallo? Das ist doch voll die Verarsche, oder? Alter. Nee, kapier ich nicht. Ja, ich setze meinen Mech als Plattform ein, nur weiß ich nicht wo. Aber ist schon gut. Ist schon gut, ist schon gut. Ach, Katze, bitte nicht. Dich fasziniert doch ein offenes. Was? Ich Maxi, du kleiner dreckiger. Wart du nur ab, Mann. Wart du nur ab. Oh, das kriegst du wieder. Dafür hasse ich dich. Für dieses Kommentar. Nein, das ist irgendwie, glaube ich, nicht richtig hier. Oder? Wo muss ich gottverdammte Scheiße nochmal hin? Weiß nicht, wo ich hin muss. Oh mein Gott. Aktuelle Mission. Oh, das ist so scheiße klein. Ah, hier. Aktuelle Mission ist so blau. Wo müssen wir hin? Seht ihr irgendwie, wo ich hin muss? Ich nicht. Dias Carvem. Bishop's Wake. Na, wir gehen mal lieber zurück zu Bishop's Wake. Nein, du hast nicht recht, Maxi. Touché von gestern, okay? Touché, touché. Alter Dreckspatz, das kriegst du noch wieder. Das kriegst du echt wieder. Wart nur ab, wenn wir Zelda spielen. Das wirst du sowas von wieder kriegen. Ha. Ja. Und Buddy, hast du eigentlich für die Deutschklausur gelernt? Ich hoffe doch. Du musst ja weiterhin der die Klassenbeste sein. Vergiss das nicht. Du hast hier Leistungsdruck. Bishop's Wake. Gut, dann gehen wir dahin. Na. Ich? Nein, ich bin auch nicht der Klassenbeste. Ich kenne auch keinen Leistungsdruck, da mache ich mir wirklich nichts draus. Ja, da hast du auch wieder recht. Ah, wir chillen einfach wie immer. Da sind die Anforderungen immer niedrig. Alter, die Anforderungen, dich flach zu legen, sind niedrig.
Ah, du mich auch, Maxi. Ich habe genau gewusst, dass du nicht die Schule meinst. Die Bohrerplattform einsetzen. Was, Gale Holden? Es hat sich jetzt irgendwie gay angehört. Okay. Ja, leicht. Ja. Okay. Hört auf. Das ist mein Mech. Er kann so vibrieren, wie er will. Ah, Gott. Also sie versuchen ja schon, Toni, ja, ich will auch das Zelda-Shirt, das ist voll geil. Das hat irgendwie was. Maxi, bestell mal los. Ohne Witz, wenn wir... Echt? Heute leckt es nicht? Oh, nice. Finde ich klasse. Maxi, gerne, 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 gerne. Müssen wir echt mal bestellen, aber ich werde es mir erst bestellen, wenn Martin und Co. wieder aus Barcelona wieder zurück sind. Also wenn wir aus Barcelona wieder heil an einem Stück angekommen sind. Aber ich werde es mir definitiv mit dir bestellen. Wow. Oh, immer dieses Tower Defense Spiel hier so mittendrin. Boah, vor allem wie viele. Ui. Lasst mein Mech in Ruhe. Ja, okay, aber die kleinen, die sind ja nicht schlimm. Aber ich höre was. Lasst ihn in Ruhe. Das schaffen wir nicht. Ich brauche das Gewehr. Ich brauche das. Ich brauche das schnelle Gewehr. Ja, das ist gut. Das ist uncool. Da kam gerade Edward mit den Scherenhänden. Nein. Ja, lauft, Bitches. Reparieren kann ich hier nichts.
Alter, schon kaputt ist. Oder? Nee, der läuft noch. Ah, doch, ich muss ihn reparieren. Dö-dö-dö-dö-dö. Oh. Frisst das. Boah, das ist Bullshit. Das ist echt Bullshit. Boah. Oh, come on. Ey. Na. Ich hasse solche Aktionen. Oh, Grenade Launcher. Ja, verpisst euch. Stirb, du blöde Bitch. Repariert. Oh. Nicht dein Scheiß. Ernst. Warum nur? Friss und stirb. Das ist echt schwer. Warte mal, Krabbe. So macht's auch Spaß zuzugucken. Wie bitte? Ach so, jetzt habe ich den Kontext verstanden. Na klar, wenn es nicht leckt, ja, das macht Sinn. Stop it, bitch. Ja, ich mag Krabbe nicht, das weißt du, Max. Wow. Krabbe hat uns schon oft genug den Arsch versohlt. So. Wow. Das war hart an der Klippe vorbei. Nicht mit mir, Mr. Krabs. Not with me. Geht doch. Oh yeah, like a boss. Ah, oh, machen wir mal alles kaputt. So, und schön das Geld einsammeln. So. In den Mech steigen. Let's go. Nein, ich sehe erst jetzt, dass er so eine Hula-Puppe da so mit drauf hat, so eine Hawaii-Puppe. WTF, wohin muss ich denn? Dr. Roman.
Wo war ihre Scheißkapsel? Will die mich verarschen, hier durch die Pampa wieder zu la. Ach, die war doch wieder am anderen Ende da. Oh mein Gott. Was man mit der Frau durchmacht, ist echt hart. Das ist echt hart. Schnellreise, so. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Wir sind gerade in Roman's Peak, oh what? Ja, dann. Warte. Nein, wir müssen da rein. Okay. Aber du bist schwarz. Hallo. Ja, schon allein wegen den Rasterlöckchen. Ja, irgendwie schon. Also magst du dich doch. Okay, was hast du für einen Plan? Ja, Familie halt. Gut, dann werden wir mal sehen, was wir noch so können. Bam, 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 bam. Ah, okay, wir können die. Jetzt können wir schweißen, like a boss. Aha. Ihr kleinen Mistmann, ey, ihr kann man nicht mal in Ruhe schweißen hier. Alter Verwalter, das war jetzt nicht dein Ernst. Warum kann man den nicht schnell reparieren? Das finde ich ist blöd. Die Funktion hätten sie mal einbauen sollen. Haha, na komm. Na komm, regeneriere dich schneller. Geht doch. Okay, so. So. Geschweißt. Flicke das Rohr bei Shucks Peak. Getan. Geht weg. Warum das denn? Scheiße. Ich sollte mir abgewöhnen, die Dinger zu überspringen. Ja. Was? What the fuck? Warum?
Okay. Du bist der Boss, ich steige wieder ein. Aha. Ja, nicht nur dich. Okay. Nö, definitiv nicht. Aber ich sehe, es hat uns ein Zuschauer verlassen. Okay, so, dann drücken wir die Winde. Und hoch mit dir, mein Mech. Lass, wir gehen. Und ja, sehr schön. Geht doch. So. Und hoch mit uns. Ah, Max ist noch da? Gut, ich dachte schon. Ja, irgendjemand ist gegangen, ich weiß nicht wer. Ich glaube. Ich weiß gerade nicht, welcher Zuschauer. Ah, welche? Hahaha, Maxi. Ich bin froh, dass wenigstens ein paar zuschauen, auch wenn es meine Freunde sind. Es vergnügt mich trotzdem, also kannst du mir gar nichts. Sack. Lach du mich nur aus, es ist in Ordnung. Freunde, ja, stimmt. Du bist eigentlich nur mein Liebesbote. Hättest du wohl gern. Ich zahle mit Naturalien, Max. Na, ja, jetzt habe ich dich. Die Säure. Gotcha, bitch. Komm. Nein, nicht wieder. Oh, blödes Viech. Ach, du holst jetzt. Nein, das ist nicht. Das ist nicht cool. Ich kann die Viecher nicht abschießen, wisst ihr was? Ich gehe lieber aus dem Mech raus. Was? Cockpit ist verriegelt. Ich röste dich. Huh. Was? Ja. Ha. Ihr. Ah, come on. Ja, guck dir mal an, wie viele das. Ich komme mir gerade vor wie so ein Vollidiot. Das ist nicht euer Ernst, dass ich dadurch jetzt wirklich sterben sollte? Das ist doch pervers. Wie soll ich denn das Ganze bitte abwehren?
So kann ich ja nicht die ganze Zeit rumlaufen. Ja, die gehen. Guck mal, ich komme nicht mal an die Viecher ran. Das ist gerade echt zum Mäusemelken. Ja, wenn der Acrid mal kommen würde. Ja, ha, ich werde schon wieder sterben. Ach so. Ach so kann man es auch machen. Puh, regenerier dich, regenerier dich, regenerier dich, regenerier dich. Komm her. Round 2. Irgendwie ist die coole epische Musik weg. Ey, ich will epische Musik haben. So. Mäh, jawohl. Und ab die Post. Oh, bitte nicht. Ja, komm, put, put, put. Voll auf die Nase. Ah, ja. Es ist so uncool, wenn. Ich kann nicht aussteigen. Ich hab's schon probiert. Ah, ich hab ihn aber. Hä? Ohne Witz, das Ding verwirrt mich so heftig hart. Okay. Ja. What? Ach so. Wow. Ja. Aha. Ah ja.
Okay. Ja. Hui. Irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Irgendwas ist hier faul. So. Wir haben es gleich geschafft für den heutigen Tag. Okay. So. Ja. Wieder Abmarsch runter, ja. So, dann geht's hier runter und wieder schön Richtung Mech. Da fühle ich mich echt heimisch und sicher. Und rein mit uns. Ach, mein Mech läuft so fröhlich durch die eisigen Winde hier. Ich mag diese zerklüfteten Gesteinsformationen nicht. Okay, den Rest gehen wir zu Fuß. Haben's ja eh nicht so weit zum Glück. Mit ihrer süßen eigenen Kapsel, aber okay. So. Gute Nacht, Maxi. Ich wünsche dir was. Bis bald. Nacht. Na 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 na, wünsche dir Batman. Okay. Ja, dann. Ja. Gut. Gut, dann werden wir noch zu Gale gehen und werden dann auch, glaube ich, für heute erstmal Schluss machen. Das war ja wieder lang genug. Ja. Machen wir das so. Ist, glaube ich, eine gute Position beziehungsweise ein gutes Ding, um das Ganze für heute erstmal zu beenden. Also Mittwochabend geht es definitiv rund, denn Donnerstag habe ich sehr, sehr viel Zeit. Heißt, wir können Mittwochnacht sehr, sehr lange streamen. Das ist schon mal gut. Für die, die es interessiert, die zugucken. So, Schnellreise und wir sind wieder zurück zu der Coronis. Ja, Hauptdeck ist ja perfekt. Jim Payton. Yeah. Ja, irgendwie ein makaberer Name für den Radiosender, aber okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder raus. Nö, ich mach's diesmal nicht. Okay, so, in den Keller.
Und es regnet. Gut. Dann werden wir mal schauen, was uns Gale hier so zu bieten hat. Gute Frage. Wir haben ja dafür nichts, aber wir können ja bei dem Waffenmeister was kaufen. Nämlich die ganzen Teile und dann. War der hier? Ja, holy shit. Na, der war da drüben. Oder? Doch. Jetzt rechts lang. Und dann. Noch weiter. Hä? Fuck that shit. Ah, doch, hier ist er. Ja. Scheibengranaten. Oh, not bad. Spezialkomponenten werden wir jetzt erstmal ein paar kaufen. Ja. Ja, machen wir doch. Ah, nein, zurück wollen wir noch nicht. Ich will erst meinen Mech aufwerten. Ah, hier geht's rein. So. Okay, so. Dann können wir die Hülle auf jeden Fall verstärken. Ja, du sagst es. Definitiv. Verlängerte Winde und danach noch die Hülle. Ja, dann haben wir eigentlich so gut wie alles abgegradet dann. Nice. So. Lass mich da durch. Ich bin Arzt, angehender Arzt. So, dann werden wir mal hier wieder hoch ins Hauptdeck gehen und dort erstmal speichern. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, da zu speichern. So. Okay. So, in diesem Sinne dann, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis denne. Macht's gut und ja, tschaußen.